Ja. Gib mir Bild. So, also gut. Mit Startschwierigkeiten, ich hoffe, jetzt geht's. Optionen, es scheint mir also sehr schwierig zu sein, hier irgendwie was zu machen. Singleplayer. Gibt hier Imperial Glory. Das ist die japanische. Turning the Tide ist dann die amerikanische Seite. Interessiert mich erstmal nicht. Wir nehmen die. Hä? Falsch. Ich will Imperial... Hä? Das ist falsch. Oder? Ach doch. Japan, 7. Dezember, du sagst, there's a tension between the inner and the Empire has grown steadily. Set its course towards war, yet hidden behind peace. Determines that victory will be achieved soon. The plans for attacks are already made. Aha. Yet there are officers that are more cautious than bla bla bla. Okay, die möchten also ein bisschen vorsichtig sein, und bevor sie irgendwas entscheiden, klar. Admiral Yamamoto, Ishiroko, Commander of the Combined Fleet. Geben wir ja nicht auf den Sack mit einem Total FV, ich hab schon irgendwas Neues. Has developed a daunting plan that will provide the Jedi forces with what is most needed. Time. Wenn die feindliche pazifische Flotte, genau, überrascht wurde in Pearl Harbor, ja, oder außer Gefecht gesetzt, wie auch immer. Another commander for Nagumo, a task of 6 carriers, 2 battleships, along with their cruiser and destroyer escorts, has sailed for Hawaii. A few days pass. By now the attack will be launched. Hallo? Ich habe jetzt immer noch nichts kapiert, ich möchte mir das jetzt mal durchlesen erst, sorry. Also die japanische Seite ist eigentlich ganz witzig, wie die anfängt, das passt schon. Ja, ich glaube, ich muss da sogar ein bisschen was machen, ja. Ja, okay, und manche sind der Meinung, dass der Sieg sowieso schnell geschehen wird. Ja, das ist natürlich Unsinn. Ja. A daunting plan. Also ein Überraschungsplan. Daunting, ja. Hinterhältigen Plan vielleicht irgendwie. Naja, ist egal. Ja, wenn man eben die Vorleute ausschaltet, jawohl. Task Force 6 Carriers, 2 Battleships, along with their Cruiser and Destroyer Escorts, has sailed for Hawaii. A few days passed. By now, the attack will be launched. While the commander anxiously awaits his warriors' report. Aha. Okay. Start. Ich weiß gar nicht mehr, Six, das kenne ich gar nicht mehr. Ich habe gleich die zweite Mission anscheinend gestartet. Schon. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr, wie das da weitergeht. Ich hoffe, jetzt läuft's, weil also das ist sehr instabil, dieser Mod anscheinend. Ja, wir schauen uns mal an. So, was geht hier? Ah, da steigt jemand aus. Yamamoto. My Admiral, we just received news that our attack has been highly successful. We achieved complete surprise. The enemy has been overwhelmed at its harbor. Most of his battleships are either sunk or severely damaged. Yet, our pilots report that neither the four suspected carrier battle groups... genau. Niemand von den Carrier war drin. Very well, Captain. Deliver Admiral Nagumo. My confirmation. Yes, my Lord Admiral. Jawohl. Is everything prepared for separation? Ist alles vorbereitet? Das hoffen wir doch. Yes, Admiral. Your presence is requested at the harbor. Bring the Admiral to the harbor. Na dann. Machen wir. Geht's um die oder geht's um das? Das ist halt jetzt die Frage, ne? Schauen wir mal. Wichtig beim Resource War, wir haben auch Treibstoff zu beachten. So, dann geht's zum Harbor. Aber ich glaube tatsächlich, dass das der falsche Weg des Harbor ist. Ich muss zu dem anderen, aber egal. Ja, großes Hafengebiet, ne, ist klar. Wir sind dabei, im Pazifik Krieg zu veranstalten.
So, aussteigen lassen wahrscheinlich. Nö, das wird nix. Also wahrscheinlich muss ich da hinten hin. Wo Panzer und so ein Scherz steht, oder? Ah, so it begins. If all goes well, we will have the time to expand our empire and strengthen our defense. Okay, also die Verteidigung zu verstärken und natürlich uns auszubreiten. Now it's time for our valiant warriors to fight to the good of our Tenno. Also der Kaiser. The ships will sail soon. Who knows what lies ahead of us. Okay, also das ist nur eine kleine Einführung, die erste Mission. Okay. Wir werden bald loslegen. Well, we shall see. But I do fear that all we have done is awake us. Ja, wir werden nur einen schlafenden Riesen aufgeweckt haben, ja. Mit Sicherheit ist es so, dass wir nur einen schlafenden Riesen geweckt haben. Ja, was soll ich da für Punkte haben? Das ist natürlich Unsinn. Continue. Die erste Mission ist... Das ist jetzt interessant, genau. So, the Japanese attack on Guam. 41. November 41, the Japanese High Command. Das war ja noch vor Dezember. Forms the South Seas Detachment, also das andere ist jetzt praktisch schon die Vorgeschichte zu dem, was wir gerade eben schon hatten. Major Territorio de Hori, bla bla, to carry our landings and outlandings on Guam, Bismarck Islands and the Gilbert Islands, ja. The detachment was built by parts of the 5th Infantry and the 5th Special Naval Landing Force with the 5th Naval Base Company. The 5th Special bla 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 had the order to capture and secure Guam. Jawohl, in the early morning of December 1841, okay, es geht tatsächlich erst da weiter. The landings began, also etwas später. Landing on 3 beaches, the western coast of Guam, at a total strength of around 300 men, 120 were garrisoned at the island capital Agana. The rest was spread over Guam. The last governor and commanding officer, Captain George McMillan, had no artillery or RT weapons under his command, and so he saw only little chance to slow down the advance of the Japanese force and no chance to win. You are the commander of the 5th Naval Base Company and your goal is Agana. You have only little air support. Good luck. Long live the Taiyono. Banzai. Ja, Banzai eigentlich nicht. Wir wollen uns ja nicht... Ja gut, Banzai heißt ja nur Angriff. Ja, wir sehen hier leider keine Ziele. Das ist also... muss man aufpassen, was dann in Ingame erscheint, weil wir sehen hier nicht, wo jetzt überhaupt die Hauptstadt ist. Ich nehme an, das ist hier. Und ich habe beim letzten Mal aber schon richtig viel verloren. Ich muss es diesmal besser machen. Mal schauen. Ich habe das nämlich schon mal ziemlich schön verkackt. Mal gucken, ob ich es jetzt im Aufnahmezeitraum besser hinkriege. Bin ich ja gespannt. Na gut, jetzt schauen wir mal, was er überhaupt sagt, wo wir landen müssen nämlich. Und da müssen wir genau... So. These were civilians. Let's hope this doesn't happen another time. Okay, wir haben irgendwelche Zivilisten getötet. Ja, das soll natürlich nicht passieren. Harbor of... Genau, da. Harbor of Pity in the lagoon over the circumference that's covered three larger vessels and some small boats. The 18 Naval Air Group equipped with... G3M-Bombers, also das müssten Horizontalbombers sein mit Torpedo. Stays on Acevedo Airfield on Saipan will strike this harbor with high and low level attacks. High and low level. Low level ist also Sturzkampfbomber oder sowas. Also, und die High Levels sind halt einfach oben, die einfach runterknallen. Gut. Das wäre der Hafen. Den brauche ich. Ganz hinten am Ende. Okay. Oder weiß ich nicht, ob ich den einnehmen muss, aber ja. Ne? Ist der Hafen. So, wir warten noch ab schnell, was noch passiert. Das möchte ich erst noch wissen. B. So. This is Agana. Ja, okay, das ist schon das Capital, okay. Your main goal is to secure this town. Naja, das habe ich ja schon mal fast geschafft. Dann ist es ja gar nicht so viel, was ich machen muss. Okay. Ja, man hört hier auch die tolle Ami-Musik oder so. Naja, da werden wir schon dafür sorgen, dass die aufhört. Okay, also das ist schon die Hauptstadt. Da war ich schon mal fast, ja. This is your beach. After the bombardment, the infantry elements of the 5th Naval will arrive. Prepare for duty. Banzai, ja, ja. Ist schon recht. Okay. Hier werde ich landen. Und hier ist das Main Goal, sein Hauptziel. Naja, gut, okay. Das ist okay. Hier sind irgendwo so Bunkerscheiße. Ah, die man nämlich so gar nicht sieht. Das ist richtig scheiße gemacht. Ja, ja, ist aber okay. Also ist ja gut gemacht eigentlich, ne? Naja, okay. Also das interessiert mich anscheinend dann gar nicht. Das wird von den Bombern ausgeschalten hier.
Ja, da schlagen sie ein. Schiffsartillerie und so weiter. Da ist schon irgendwas hochgegangen, man sieht es, sonst würde da nichts brennen, ne? Da ist also irgendein Schiff hochgegangen. Da hat was getroffen. Ja, vielleicht haben wir auch die Öllawine hochgejagt, aber wir müssen nicht hier brennen. Also ich nehme an, wie gesagt, wir haben wahrscheinlich ein Schiff erwischt. Gut. Ja, ist halt der Hafen. Der interessiert uns aber nicht. Mein Ziel ist eben diese Stadt, Agano. Die er hier ist. Stadt, das ist voll das Bauernkaff, aber naja. Passt schon, ne? So, dann mal kurz abwarten. Er wird mich wahrscheinlich eh dann rüberziehen, wenn es endlich startet. Interceptor. Ah, ich hätte Abfangjäger. Oh, was kommt denn da an, ey? Ach, da kommen noch mal ein paar Bomber. Ja, das sind aber so, wie es aussieht, High-Level-Bomber, ja. Die jetzt gerade noch mal in das Hafenbecken reinfahren und abfallen und was abwerfen. Ja, da brennt was tatsächlich, aber was erwischt. Das Ding erwischt man nicht oder erwischt man auch? Ja, das brennt auch weg. Die erwischt man nicht, so wie es aussieht. Kommt da noch was? Ja, da kommt noch was. Und hier kommt was an den Hafen, in die Stadt rein schon. Okay, let's go. After establishing a beachhead, the heavy elements of the company will arrive. Good luck. Ja, okay, danach kommen die schweren Einheiten hinterher. Mal gucken, ob die noch was erwischen hier. Also den haben wir erwischt. Ja, ihr trefft alle zu weit hinten. Ihr müsstet eigentlich das kleine Schiff davon noch erwischen, aber das wird wohl nichts mehr. Schade. Das wäre sinnvoller. Gut. Ja, typisch wie die Amerikaner auch. Erstmal schön bombardieren. Da kommt mein Schiff. Mein Großlandungsschiff. Und da drin kommen dann die kleinen Kampfboote raus. Die Küstenlandungsboote. Die wir ja auch von D-Day kennen, ne? Ja. Das weiß ich gar nicht, kriege ich hier eigentlich irgendwie Artillerieunterstützung über ein Schiff? Ich glaube später, ja. Bin mir nicht sicher. Ich möchte jetzt noch kurz Kontrolle drüber haben und dann speichern wir es. Ja, ich möchte Kontrolle über manche meiner Sachen haben. Aber das geht, glaube ich, erst, wenn sie alle angelandet sind. Irgendwie so war das. Na komm. Gar nicht hier Minenfelder oder irgend sowas? Ich gar nicht mehr. Ja, da sehen wir also Fuel. Hier gibt es eine Treibstoffübersicht. Die muss man im Auge behalten. Die ist eigentlich immer großzügig bemessen, aber man muss halt dran denken. Ja, sonst irgendwann. Sind das meine? Ja. Gut. So, ihr fahrt jetzt erstmal. Ja, und das ist nämlich unser Problem. Das ist nämlich so eine kleine Scheißbucht. Ihr fahrt also erstmal meinetwegen hier hin. Jetzt müssen wir natürlich erstmal rüberkommen, ist klar. Ja, da ist schon ein bisschen was drin. Also man muss schon sagen, Infanterie haben wir eigentlich echt genug. Das passt. Wir haben auch zu viel Bullshit eigentlich dabei, den kein Mensch braucht. Aber naja, mal gucken. Ja, mal schauen. Das letzte habe ich, glaube ich, ein bisschen übertrieben, wie gesagt. Da bin ich echt nicht vorsichtig genug vorgegangen. Gut, Landung beginnt. Dann würde ich sagen, lassen wir die Landung beginnen. Ja, so nicht. Das geht tatsächlich nicht. Ich muss schon wirklich an dem Strand landen, anders geht's nur schief. Also schicke ich euch auch hier hin. Ich sage hier mal danke fürs Zuschauen. Es ist praktisch jetzt nur der Beginn der Landung. Wie es wirklich abgeht, das sehen wir im nächsten Part. Wobei, wie gesagt, hier ist wirklich nicht so viel. Man muss ein bisschen aufpassen, dann passt das auch. Ich glaube, ich habe das letzte Mal einfach absolut nicht aufgepasst. Ich bin voll in das Sperrfeuer der Amis reingelaufen. Naja, das war nicht so sinnvoll irgendwie. Ja, mal gucken. Ich denke, hier steht was ein bisschen. Aber da ich von hinten komme,
zumindest ist es mein Ziel, passt das eigentlich, das ist okay. Wo echt ein Problem ist, ist hier irgendwo. Hier sind irgendwo Granatwerfer versteckt und die haben mich richtig fertig gemacht. Das müssen wir diesmal vermeiden. Mal schauen, dass ich es später hinkriege. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne eine Reaktion, einen Kommentar, ein Like, ein Däumchen, wie auch immer, ne? Und dann sehen wir uns dann beim Anlanden. Bis dahin.